Warum seid ihr hier? Wir sind Vertreterinnen der Fraueneinrichtungen in Österreich, in Wien. Ich bin Vertreterin der autonomen österreichischen Frauennotrufe und wir verlangen mehr Geld. Okay, und ihr auch? Ich bin hier als Vertreterin der Frauenberatungsstellen. Ich bin ursprünglich aus der Frauenberatung Freiraum in Neukirchen. Bin mit im Leitungsteam und bin zwar keine Betriebsrätin, allerdings bin ich mitverantwortlich für den Betrieb und kann das nicht länger verantworten, dass die Mitarbeiterinnen um ihre Gelder fürchten müssen. Wir sind zusammengestrichen worden vom AMS. Nächstes Jahr wird uns ein Kurs weniger bezahlt. Das sind 50.000 Euro. Das ist für einen kleinen Verein sehr, sehr viel Geld. Das heißt, es wird schwierig für uns, unsere Struktur aufrechtzuerhalten. Wir arbeiten für die Frauen. Wir haben sehr viele Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Und das, was hier geschieht, muss ich leider sagen, ist ein Zeichen für mich von struktureller Gewalt. Ja. Leider sind wir Mitarbeiterinnen in Frauenberatungsstellen, aber auch in Frauenhäusern zu Expertinnen geworden für Gewalt. Wir wären liebend gerne Expertinnen für was anderes. Wir wären die Ersten, die liebend gerne unsere Jobs hinlegen würden, wenn das nicht mehr nötig ist, weil wir alle friedlich miteinander leben und die Rechte von Frauen verwirklicht worden sind. Aber hier ist ein absoluter Endpunkt für uns erreicht. Das ist der Punkt, wo auch wir bereit sind, auf die Straße zu gehen, wieder mal, weil der Hut brennt und die Lage jetzt bereitet uns schlaflose Nächte. Dankeschön. Ja, selbstverständlich, oder? Auch wir Tiroler haben soziale Probleme und brauchen Unterstützung. Sozialbinat ist ja für uns auch wichtig und nicht nur für die Wiener oder für den Westen, für den Osten Österreichs. In Tirol wird auch überall gespart und an allen Ecken und Enden hat man kein Geld für die sozialen Belange und dafür sind wir nach Tirol, sind einige aus Tirol hierher gekommen, um die Forderung zu unterstützen. Danke. Also, hallo. Warum bist du da? Aus Solidarität, weil die Sozial- und Pflegeberufe aufgewertet werden, weil es so nicht mehr weitergeht. Wir machen mehr oder weniger gesellschaftlich wichtige Arbeit und werden behandelt wie der letzte Dreck. Und das geht einfach nicht. Danke, Birgit. Bitte. Ja, ich war schon, mir jetzt auch schon interviewt. Warum bist du bei dieser Demo? Ja, weil ich es für ein wichtiges Anliegen finde, sich für die Sozialmilliarde einzusetzen. Und ich denke mal, man muss hier die Regierung ganz klar darauf aufmerksam machen, dass sie, wenn sie weiter so den Sparstift bei den sozialen Einrichtungen ansetzen, sie weder diesen noch den Menschen in diesem Land was Gutes tun. Danke, Daniela. Veranstaltung mit organisiert und möglich gemacht haben.